E-Autos. Für die einen sind sie viel sicherer als Verbrenner, für die anderen sind sie rollende Brandbomben, die gefährlichen Sondermüll zurücklassen. Im Internet, bei Familienfeiern und in der Mittagspause wird immer wieder hitzig darüber diskutiert. Aber wer hat recht? Das Thema wirkt auf den ersten Blick vielleicht nicht unglaublich komplex, aber glaubt uns, das ist es. Wir haben bei der Feuerwehr, einem Recyclingunternehmen und bei diversen Behörden und Versicherungen nachgefragt und wir haben uns für euch die Finger wund recherchiert und bringen euch in diesem Dr. Watson Video kompakt alle Fakten. Wie oft brennen E-Autos wirklich? Stellen sie für die Feuerwehr wirklich so ein großes Problem dar? Und welche falsche Zahl wird dazu seit Jahren von allen möglichen Medien, sogar der Tagesschau, immer wieder wiederholt? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Dr. Watson. Also, die erste Frage, wie oft brennen E-Autos? Am besten sollten es ja die wissen, die die Schäden bezahlen. Versicherungen. Aber falsch gedacht. Der GDV konnte uns nur sagen, jährlich gibt es in Deutschland ungefähr 40.000 Autobrände, davon ca. 25.000 kleinere Schmorbrände. Und es gebe keinerlei Hinweise darauf, dass E-Fahrzeuge häufiger brennen. Eine konkrete Statistik dazu ist aber noch im Aufbau. Von einem großen Versicherungsunternehmen bekamen wir immerhin die Info, dass E-Autos bei Brand deutlich unterrepräsentiert seien, aber immer noch keine genauen Zahlen. Egal wo wir suchen, außer einer. Eine Zahl wird überall im Internet zitiert. Ein amerikanischer Versicherungsberater gibt an, dass E-Autos um den Faktor 60 seltener brennen als Verbrenner. Es klingt erstmal toll, zumindest für E-Autos, aber damit gibt es gleich mehrere Probleme. Wir wollten euch den Grundkurs Statistik ersparen, darum findet ihr eine ausgiebige Erklärung unten in den Kommentaren. Hier kommt jetzt die Kurzfassung. Erstens, die Statistik rechnet Verkaufszahlen aus einem Jahr hoch, statt auf die Bestandsflotte zu schauen, also die Autos, die gerade unterwegs sind. Das verzerrt das Bild natürlich, vermutlich zugunsten der E-Autos, weil ihr Anteil gerade stark steigt. Zweitens, die Herkunft der Daten ist unklar. Die zitierte Behörde differenziert bei Fahrzeugbränden nicht nach Antriebsart. Wir wollten also wissen, ob die Zahlen sich einfach nur ausgedacht haben oder nur schlecht zitiert haben. Und wir haben Grund zur Annahme, dass die Verkaufsdaten aus 2018 stammen, obwohl sie mit 2023 Findings überschrieben sind. Ihr seht, die Seite aktualisiert einfach immer die Überschrift auf das aktuelle Kalenderjahr, aber man kann natürlich nicht einfach alte Daten verbreiten, während man behauptet, sie seien brandneu. Okay, das heißt, die Zahl 60 würden wir ehrlich gesagt mal stark anzweifeln, denn hier werden fehlerhafte oder zumindest fragwürdige Statistiken immer wieder aufgegriffen und verbreitet. Also, schauen wir mal woanders nach Zahlen. Und da sieht es für E-Autos erstmal auch nicht schlecht aus. Teslas Fahrzeugdaten zeigen zum Beispiel, dass Teslas pro gefahrenem Kilometer 11-mal seltener brennen als das Durchschnittsfahrzeug in den USA. Das sind aber natürlich die Herstellerdaten, die immer einen gewissen Bias haben können. Aber Skandinavien hat keinen Bias und da gibt es heute schon einen hohen E-Auto-Anteil. Und nach den Daten aus Schweden und Norwegen brennen E-Autos und Hybride deutlich seltener. In Schweden liegen die Werte der letzten 5 Jahre im Bereich vom Faktor 8 bis 10 mal seltener und in Norwegen brannten E-Autos 5 mal seltener und 2022 sogar fast 7 mal seltener. Auch dazu haben wir euch unsere Recherchen im angepinnten Kommentar zusammengefasst. Und zu all diesen Daten muss man natürlich fairerweise sagen, E-Autos sind natürlich tendenziell neuere Autos. Welchen Einfluss die Batteriealterung auf die Brandgefahr hat, das kann man leider aktuell noch nicht genau sagen. Okay, was nehmen wir aus all dem mit? Aus Deutschland gibt es leider noch keine belastbaren Daten, aber es gibt gute Hinweise, zum Beispiel aus Skandinavien, die zeigen, dass E-Autos bisher deutlich seltener brennen. Und das bringt uns zu der großen Frage, warum fangen Autos eigentlich überhaupt an zu brennen? Tatsächlich ist der Grund für einen Brand nämlich nur in seltenen Fällen direkt ein Unfall und bei Crashtests schneiden E-Autos echt gut ab. Die genauen Ursachen werden leider statistisch nicht erfasst. Das macht es natürlich schwierig, das genau zu sagen. Trotzdem wollen wir das jetzt mal versuchen. Wenn wir über E-Auto-Brände sprechen, müssen wir aber erstmal zwischen Fahrzeugbränden und Batteriebränden unterscheiden. Denn letzteres, also dass wirklich die große Batterie im Boden des E-Autos brennt, ist laut eines Experten viel seltener der Fall. Aber für viele ist E-Auto-Brand ja synonym mit Batteriebrand und genau darum schauen wir uns jetzt die Batteriebrände mal genauer an. Wir wissen, dass eine Batterie leichter brennt, je mehr sie geladen ist und dass es eine zusätzliche Belastung geben muss, für die sie nicht ausgelegt ist. Das kann thermisch, zum Beispiel durch Feuer von außen, elektrisch, Überladung oder Tiefentladung oder mechanisch, zum Beispiel durch Verbiegen passieren. Aber es gibt verschiedene Schutzmechanismen, um einen Batteriebrand zu verhindern, zum Beispiel das Batteriemanagementsystem oder das Gehäuse.
Wenn aber eines dieser Systeme versagt, kann es zu einem sogenannten Thermal Runaway oder thermischen Durchgehen kommen. Das ist ein Phänomen, bei dem es im Inneren einer Zelle zu einem unkontrollierbaren Temperaturanstieg kommt. Dann gast die Batterie aus. Sie gibt potenziell brennbare giftige Gase ab. Und wenn es zu heiß wird, kann sich dieses Gemisch entzünden, was wiederum dann die nächste Zelle überhitzt. Dabei zersetzt sich die Kathode und setzt Sauerstoff frei. Das heißt, so ein Brand lässt sich nicht ersticken. Kann man sowas dann überhaupt löschen? Das haben wir Dr. Rolf Erbe von der Berliner Feuerwehr gefragt, denn er beschäftigt sich schon seit Jahren mit E-Auto-Bränden. Brennende Fahrzeuge werden von den Feuerwehren immer in der gleichen Taktik gelöscht. Wir wissen in den seltensten Fällen bei der Alarmierung, um was für einen Antrieb es sich handelt. Von daher gehen wir erstmal grundsätzlich mit Wasser vor. Wenn Flüssigkeiten brennen, dann müssen wir auch mit Schaum vorgehen. Und bei Elektrofahrzeugen brauchen wir erstmal nur Wasser. Und wir müssen dann schauen, ist die Batterie betroffen? In den seltensten Fällen brennt auch die Batterie. Okay, ein brennendes Auto ist erstmal ein brennendes Auto und es macht für die Feuerwehr keinen großen Unterschied, ob das ein E-Auto oder ein Verbrenner ist. Aber selbst wenn die Batterie brennt, wird mit Wasser gelöscht. Das Wasser kann durch die Kühlung den Thermal Runaway aufhalten. Oft heißt es, dass man sehr viel Wasser braucht. Das liegt daran, dass ja normalerweise einfach kein Wasser in die Batterie kommen soll. Um den Batteriebrand zu löschen, muss aber Wasser hinein. Manchmal werden Autos deshalb geflutet. Warum das aber oft nicht sinnvoll ist, dazu kommen wir gleich. Man kann den Wasserverbrauch aber auch deutlich reduzieren, indem man das Auto auf die Seite kippt und so gezielter an die Batterie herangeht. Hochvoltanlagen und Wasser. Viele haben hier ja Angst vor einem elektrischen Schlag. Die Angst ist unbegründet. Ein elektrischer Schlag ist fast ausgeschlossen. Wir haben kein geerdetes System. Das heißt, wir müssen immer beide Pole der Batterie irgendwie berühren oder in Berührung kommen. Und wenn wir auch viel Wasser darauf geben, der Strom nimmt den Weg des geringsten Widerstandes, dann würde ja der Strom durch das Wasser fließen und nicht irgendwo durch den Menschen, was eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Und auch eine Gefährdung für Ersthelfer ist so gut wie ausgeschlossen. Bei einem Unfall wird die Batterie übrigens auch abgeschaltet und selbst für den Fall, dass das nicht klappt, kann die Feuerwehr die Verbindung manuell trennen. Gut, was heißt das jetzt insgesamt für die Feuerwehr? Brände von Elektrofahrzeugen sind für die Feuerwehr noch die Ausnahme. Sie brennen auch deutlich seltener als herkömmliche Verbrenner, das sagen die ersten Statistiken. Das heißt, es ist letztlich ein Brand wie der andere auch, den wir löschen. Wir können löschen. Wir haben aber ja, noch keine Erfahrung, muss man sagen. Die Feuerwehren leben von Erfahrung und wir müssen das erstmal sammeln. Bisher jedenfalls gibt es keine Erkenntnisse, dass Brände von Elektrofahrzeugen irgendwelche Probleme für Feuerwehren darstellen. Okay, da habt ihr es. Feuerwehren können E-Autos löschen. Ein elektrischer Schlag ist extrem unwahrscheinlich und die Einsatzkräfte sind vorbereitet. Aber über eine Gefahr beim Löschen haben wir noch nicht gesprochen. Wenn ein Auto brennt, werden giftige Stoffe freigesetzt und die sind danach in der Luft und im Löschwasser. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Wie giftig sind E-Autos? Fangen wir dafür mal direkt beim Brand an. Bei E-Autos sind im Brandrauch mehr Fluorwasserstoff, aus dem giftige Flusssäure entstehen kann, und einige Metalle enthalten als beim Verbrenner. Aber man muss sich bewusst machen, dass kein Autobrand gut für die Umwelt oder die Lunge ist und dass Rauchgase immer gefährlich sind. Um tatsächlich eine tödliche Dosis Fluorwasserstoff aus dem Rauch über die Haut aufzunehmen, müsste man selbst nackt 2 bis 14 Stunden lang im Rauch stehen. Und ich bin zwar kein echter Doktor, aber bitte glaubt mir, wenn ich euch sage, dass ich das nicht empfehle. Nach dem Brand haben wir ein gelöschtes E-Auto, von dem dann noch mehr oder weniger viel übrig ist. Ein Entsorger holt das Wrack ab. Allerdings kann sich die Batterie noch mehrere Tage nach dem Brand wieder entzünden. Und um das zu verhindern, werden die Autos manchmal vorsorglich versenkt und stehen dann in einem Container beim Recycler. Die DGUV empfiehlt das aber nur im Ausnahmefall, weil der Aufwand einfach riesig ist. Das Wasser muss von einem Entsorger abgeholt und teuer aufbereitet werden. Laut dem Recyclingunternehmen, mit dem wir für dieses Video gesprochen haben, wurden in den letzten Jahren auch schon unnötigerweise Autos geflutet, obwohl die Batterie gar nicht die Gefahrenquelle war. Wie gesagt, Batteriebrände sind gar nicht so oft der Fall. Und das führt uns zu einer Option, über die wir noch gar nicht gesprochen haben: kontrolliert abbrennen lassen. Im Endeffekt entstehen dann auch weniger Schadstoffe durch die hohen Temperaturen, verbrennt sehr viel. Und wenn wir wenig Wasser oder auch gar kein Wasser einsetzen, dann haben wir auch keine Kontaminationsgefahr, also dass Verunreinigungen in den Boden eindringen. Und wie geht es weiter, wenn noch etwas von der Batterie übrig ist?
Bei den Recyclern werden die Batteriezellen sortiert, auseinandergenommen und recycelt. Dafür müssen die Werkstätten Quarantäneplätze und Arbeitsplätze für Fahrzeuge und Batterien einrichten und gegebenenfalls Luftfiltersysteme installieren. Das kostet natürlich alles Geld, ist aber an sich machbar. Und da kommen wir zur letzten Frage. Wieso denken dann immer noch so viele Menschen, dass E-Autos super häufig brennen? Und was kann man dagegen tun? Naja, um die erste Frage zu beantworten, Posts im Internet sind manchmal auch einfach Fake. Und E-Autos werden oft als Brandursache vermutet, zum Beispiel im Fall der Fremantle Highway, die über 3700 Autos geladen hatte, davon ca. 500 E-Autos. Dabei ist die Brandursache bis heute unbekannt und die E-Autos sind alle scheinbar in gutem Zustand. Wie sollen die also den Brand ausgelöst haben? Um E-Autos noch sicherer zu machen, gibt es verschiedene Ideen. Zwei Akkutypen, die deutlich weniger Risiko bergen, sind heute schon auf dem Markt. Natrium-Ionen und LFP-Zellen. Beide haben aber eine geringere Energiedichte als die heute üblichen Batterien. Eine weitere Idee ist eine Art Frühwarnsystem, das die Gesundheit der einzelnen Zellen misst und schon Wochen vor einem internen Kurzschluss auf Schädigungen im Akku hinweisen soll. Und es gibt noch viel weitere Forschung, auf die wir hier leider nicht im Detail eingehen können. Und bevor wir zu meiner eigenen Meinung kommen, E-Autos brennen zwar seltener, aber ein erhöhtes Risiko besteht dennoch beim Laden. Wer sein Auto nämlich über die normale Haushaltssteckdose lädt, der riskiert, dass durch veraltete Kontaktstellen auf Seiten des Hauses ein zu hoher elektrischer Widerstand entsteht. Und dieser kann dann einen Brand auslösen. Deswegen empfehlen alle, von der Feuerwehr über den ADAC bis hin zu Versicherern, eine gesicherte Wallbox. Und eine besonders sichere und smarte Lösung bietet Zaptec an. Die Zaptec Go Wallbox ist gerade mal so groß wie ein iPad, liefert dafür aber bis zu 22 Kilowatt und wurde in Norwegen schon zum Sicherheitstestsieger auserkoren. Aber auch hier in Deutschland wurde Zaptec Go erfolgreich vom TÜV auf Herz und Nieren geprüft. Außerdem ist sie echt schick und lässt sich echt leicht installieren. Ausschlaggebend für meine Empfehlung ist aber, dass die Wallbox von Zaptec in Verbindung mit Tibber genutzt werden kann. Und Tibber ist ein besonders smarter Ökostromanbieter, dem es gelungen ist, den echten Strompreis, der gerade an der Strombörse gehandelt wird, an seine Nutzer weiterzugeben. Das bedeutet, dass ihr euer E-Auto in der Regel mittags und nachts super günstig laden könnt und mit Tibbers Smart Charging Funktion geht das sogar vollautomatisch ohne lästiges Micromanagement. Und weil die Zaptec Go Wallbox mit Tibber Hand in Hand geht, bekommt ihr sie auch im Tibber Store. Und das ist wichtig, denn mit unserem Code WATSON bekommt ihr bei eurer Tibber Anmeldung direkt einen 50€ Storegutschein. Das macht Zaptec und Tibber nicht nur zu einer smarten und sicheren Lösung, sondern auch zu einer kostengünstigen. Okay, was nehmen wir jetzt mit? Erstens, E-Autos sind sicherer. Beim Blick auf die Zahlen sieht man, dass E-Autos deutlich seltener brennen als Verbrenner. Die Brände werden natürlich zunehmen, aber vor allem, weil mehr E-Autos auf den Straßen unterwegs sein werden. Und zweitens, Feuerwehren können E-Autos löschen, aber die Frage ist oft, ob es nicht vielleicht sogar sinnvoller ist, ein Auto einfach ausbrennen zu lassen. Wir überlegen übrigens gerade, ob wir noch ein extra Video mit dem Feuerwehrmann machen, weil er uns wirklich mega viele spannende Dinge erklärt hat. Wenn ihr euch das gerne angucken würdet, dann schreibt uns das gerne mal unten in die Kommentare. Das nächste Mal, wenn jemand beim Familienessen anfängt, über brennende E-Autos zu sprechen, bist du jetzt vorbereitet. Schick ihm gerne dieses Video hier. Ansonsten guten Appetit und bleibt neugierig. Euer Cedric.